Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr UHD-Testkanäle mit einem Samsung TV empfangen könnt. Hierzu müsst ihr nur in den Senderempfang gehen, dann in die Sendereinstellung, in das Satellitensystem und dort am besten erstmal die Satellitenauswahl ausführen. Zum einen lohnt sich da Astra und Hotbird. Dann könnt ihr in den LMB-Einstellungen schauen, ob auch ein Signal anliegt. Bei Astra ist es der Fall. Bei Hotbird ist die Qualität nicht perfekt, aber sie sollte für den Test ausreichen. Dann geht es weiter mit den manuellen Sendereinstellungen. Dort führen wir kein Komplettscan durch, sondern suchen die UHD-Kanäle einfach direkt. Bei Astra unter der Frequenz 10.955, die Symbolrate 22.000 und schon sollte uns der TV ein Signal anzeigen und auch die passenden Kanäle finden, jawohl. Und bei Hotbird wird das gleiche Spiel. Dort die Frequenz 10.930 und die Symbolrate 30.000. Und schon werden die Sender angezeigt. Es handelt sich dabei schon um mit HEVC komprimiertes Material, das heißt, der H265-Codec wird von den Samsung TVs bereits über den Sat-Tuner korrekt verarbeitet. Das ist bei anderen UHD-TVs im Moment noch nicht der Fall. Da klappt das HEVC-Decoding bislang ausschließlich über die Media Player-Funktion oder wenn ihr Netflix streamt. Mehr zum Thema UHD lest ihr in der aktuellen Ausgabe des HDTV-Magazins. Dort findet ihr auch den ersten Bildcheck von Samsungs externer UHD-Festplatte sowie erste Eindrücke vom UHD-Streaming mit Netflix und Co. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit euren UHD-Geräten. Bis bald.